Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Es geht wieder los, zuletzt mit dem Faktenvideo über Sebastian Sallow und heute mit insgesamt 10 Fakten über Matilda Weasley. In der Hoffnung, dass euch die Fakten gefallen und auch vor allem das jetzt wieder erscheinende Format, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, aber erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Professor Matilda Weasley wurde vor dem Jahre 1873 geboren, besuchte in ihrer Jugend die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde wie viele ihrer Weasley-Familienmitglieder ins Haus Gryffindor einsortiert. Fakt Nummer 2. Nach ihrem Abschluss auf Hogwarts, wo sie als außerordentlich talentierte Hexe galt, nahm sie zuerst eine Stelle im britischen Zaubereiministerium als Fluchbrecherin an, kehrte dann aber ein paar Jahre später als Lehrerin für Verwandlung nach Hogwarts zurück, wo sie bis ins Amt der stellvertretenden Schulleiterin aufstieg. Fakt Nummer 3. Während ihrer Zeit als Fluchbrecherin im Zaubereiministerium lernte Matilda die japanische und im Mahotokoro ausgebildete Hexe Chiyokogawa kennen und freundete sich mit dieser an. Matilda war es schließlich, die Chiyo für die Hogwarts-Schule als Fluglehrerin rekrutierte. Fakt Nummer 4. In Matildas zweiten Jahr auf Hogwarts lernte sie den Hauselfen Dee kennen, welcher in der Hogwarts-Küche angestellt war, und freundete sich mit diesem an. Gemeinsam entdeckten sie den Raum der Wünsche, welchen sie daraufhin noch viele Male besuchen würde. Fakt Nummer 5. Matilda begann eine freiberufliche Karriere, nachdem sie im Zaubereiministerium einen Fluchbrecher namens Paul kennenlernte und sich die beiden ineinander verliebten. Matilda gab ihre Position im Ministerium auf und reiste eine Zeit lang mit Paul als freiberufliche Fluchbrecherin durch die Welt. Irgendwann schien Matilda dieses Leben jedoch zu missfallen, im Gegensatz zu Paul, weshalb beide sich trennten und Matilda nach Großbritannien zurückkehrte. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Vertont wird Matilda Weasley im Englischen von der britischen Schauspielerin Leslie Nichol, im Deutschen leiht Feline Peters-Arnolds der Hexe ihre Stimme. Fakt Nummer 7. In früheren Werbebildern und Previews zu Hogwarts Legacy sah man Matilda Weasley immer in schäbiger, verblasster roter Kleidung, einem Schal sowie einer äußerst unordentlichen Frisur. Im fertigen Endprodukt des Games trägt sie jedoch ein schlichteres und vor allem ordentliches schwarzes Outfit mit rot-lila Akzenten und einer ordentlichen Frisur. Was zu diesem Umdenken der Entwickler führte, ist unbekannt. Fakt Nummer 8. Der Name Matilda setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern Mat, was für Macht und Stärke steht, und Hild, was für Kampf steht, zusammen. Somit bedeutet ihr Vorname so viel wie mächtig im Kampf, was auch gut ihren Charakter widerspiegelt. Fakt Nummer 9. Matildas Neffe war während ihrer Zeit als Professorin auf Hogwarts ebenfalls als Schüler dort vertreten und hörte auf den Namen Gareth Weasley. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Ja, Matilda Weasley ist tatsächlich eine Vorfahrin des uns allen bekannten Ron Weasley der Harry Potter Filme, wurde aber bis zum Release des Games nie kanonisch genannt. Inwieweit man also den nun erweiterten Stammbaum der Weasleys als Kanon betrachtet, bleibt jedem selbst überlassen. Ja, das waren meine 10 Fakten über Matilda Weasley. Wie immer hoffe ich, das heutige Faktenvideo hat euch gefallen und sollte dem so sein, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite da. Über eure Meinung in Form von Kommentaren würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!